Was kann ich denn jetzt hier noch irgendwie reinbauen? Ein Fuß. Bett? Es gibt jetzt ein Ein Bett? Bett. Ernsthaft? Lol. Das baue ich jetzt da einfach mal so. Warte mal, das drehe ich da mal so. Drehen, 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 drehen. Drehen. You spin my head right round. You spin my bed right round. Hallihallo, Hallöchen, meine Flauschigen-Freunde. Euer Mr. Petty Games ist wieder am Start und jetzt nach endlich gefühlten drei Folgen. Es waren drei Folgen. Es waren drei Folgen, ja, stimmt. Die waren nicht nur gefühlt, wir haben die hautnah miterlebt. Und ja, jetzt nach drei Folgen ist der Tobi endlich mal live mit on stage. Ja, ich grüße euch alle mal wieder und so. So, jetzt machen wir da gleich mal weiter. Ja, mikrofonmäßig, wir hoffen mal, ihr hört uns gut, weil ich habe ja kein Mikro so zum Aufnehmen, zumindest noch nicht, da werde ich mir eh irgendwann mal eins kaufen, aber ich nehme ja immer über Headset auf und ich musste jetzt irgendwie das Mikrofon mal von meinem Headset verkrüppeln, dass man halt auch den Tobi und sowohl auch mich gut hört. Ich hoffe mal, ihr versteht alles perfekt. Oder zumindest einigermaßen perfekt. Ja, und ich hoffe mal, wir haben jetzt keine Schwierigkeiten mit der Aufnahme. Loading, loading, loading. Ja, loading, loading, loading. Und es ist auf jeden Fall richtig geil, dass jetzt der Tobi mal live mit dabei ist. Ich sehe das Wäldchen zum ersten Mal heute live am Bildschirm und nicht nur via Skype, ja, wie die letzten Male. Und ja, da können wir jetzt auch mal so ein bisschen so gefühlt, so Live-Commentary, keine Ahnung, kann man das so nennen? Ja, denk schon, ne? Ja, so ungefähr. Ja, ihr wisst schon, was wir meinen, ne? Und ja, es werden auf jeden Fall auch heute mehr als zwei Folgen oder mehr als eine Folge auf jeden Fall aufgenommen. Wir werden nun auch nicht nur aus unserem Wäldchen. Wir werden wahrscheinlich auch vielleicht Passing Pine View Forest. Ja. Oder so aufnehmen. Also wir werden gleich mehrere machen, weil jetzt bin ich mal da und. Ja, dann müssen wir das einfach ausnutzen. Und morgen ist einfach wieder Schule und ja. Ja, und wir müssen einfach wieder früh raus und ist auch blöd. Ach ja, wegen dem Vor wird euch jetzt der Tobi gleich was erzählen, warum da jetzt auf einmal hier ein Vor steht. Ja, und zwar, wir wollten gestern? Nee. Vorgestern. Doch, gestern. Gestern, gestern. Wir wollten gestern eine Folge Forest schon aufnehmen, via Skype mal wieder. Und naja, dann war der Ton von mir und vom Spiel weg und der Paddy wollte halt nicht mit sich selber reden. Und dann haben wir uns gedacht, ja, schmeißen wir die Folge in den Müll und klären euch dann in den Folgen auf, zumindest in der Folge, weil wir haben ja in Passing Pine Fear Forest auch schon ein bisschen was darüber erzählt. Ja. Und nur, dass ihr Bescheid wisst, warum wir jetzt ein bisschen weiter sind, als wir beim letzten Mal aufgehört haben. Genau. Und da schauen wir, Baumstammspiel, they see me rolling. Ja, ist echt so. Bleib da. So. Ja, also wie schon gesagt, es ist nicht viel passiert. Wir wurden nachts nur ein bisschen von Eingeborenen verfolgt. Aber passiert ist weiter auch nichts. Gestorben sind wir nicht und so. Und dann haben wir gedacht, wir brauchen irgendwie mal eine abgelegenere Stelle. Und da habe ich mir diese Klippen hier rausgesucht. Und ich finde, das ist sehr gut, weil von hinten können sie uns dann nicht irgendwie so dezent in den Allerwertesten nehmen. Außer sie singen I believe I can fly und springen die Klippe runter. Ja, ich glaube, diesen Eingeborenen ist alles zuzutrauen. Ist echt so. Und ich sehe gerade, bevor ich die anderen Baumstämme hole, muss ich erstmal was snacken. Habe ich noch was zu snacken? Nee. Ich habe sogar, doch. Ich habe Schildkröte. Jetzt zum ersten Mal werde ich Schildkröte singen. Und ich werde angerufen. Und der Tobi wird angerufen. Und cool. Ruf mich gleich mal zurück. Danke. Ja, wir nehmen gerade auf. Ruf mich bitte in einer halben Stunde nochmal an. Ja, der Tobi wurde gerade dezent angerufen. Ich weiß nicht, ob man es in der Aufnahme hört. Ja, ich hoffe ja, nicht. Ich wollte ja was snacken, jetzt brauche ich erstmal ein Feuer. Ein Feuer. So, das baue ich jetzt einfach mal. I see fire inside the forest. I see fire. Ah, ich brauche noch zwei Steinsche. Steinsche! Ein Stein, zwei Stein. Drei Stein. Das kennt man auch schon aus einigen Folgen von mir. Schloss Einstein, Mann. Schloss Einstein. Gott, das war noch eine geile Serie. Das waren Zeiten, Mann. Die habe ich wirklich, die habe ich gefeiert, die Serie. Ja, ich auch. Ich habe mich immer voll gefreut, wenn zwei so, also Mädchen und Junge sich immer näher gekommen sind. Und ja, das war. Da habe ich immer voll gefeiert. Ja, echt so. Das bin war ich immer voll Zeiten drauf abgegangen. Das waren echt noch Zeiten. Wie ist denn das? Habt ihr Schloss Einstein auch gern geschaut? Schreibt's doch mal in die Comics, das würde uns echt mal interessieren. Wie ihr diese Serie so gefunden habt. Oh, Karnickel. Karnickel. Habe ich's erwischt? Nein.
Karnägel. Ach, dann nicht. Ah, stirb. Lurch. Stirb. Lurch. Wann können Lurch so schnell rennen? Ja, weiß ich auch nicht. Lurch. Schau mal, ein Unterwasserlurch. Ein Unterwasserlurch. Oh mein Gott. Lurch haben tauchen gelernt. Was ist los? Egal. Jetzt wird erstmal. Und die Blätter verschwinden. Das ist schon mal sehr cool. Jetzt wird erstmal Schildkröte gesnackt. Oh, der hat sogar ein Bigfeuer, Alter. Ja, jetzt wird erstmal Schildkröte geschneckt. Geschneckt. Ein bisschen da, ein bisschen angefeuert. Ja, also wir hören übrigens nichts vom Spiel, weil, wie schon gesagt, ich musste das Headset irgendwie so um meinen Hals jetzt legen, weil ich das Mikro verkrüppel und da hören wir halt jetzt nichts, weil über meine Box wollte ich jetzt nicht hören. Nicht, dass ich irgendwie dann der Ton von der Aufnahme mit der Tonaufnahme vom Spiel, übers Headset, ach, ihr wisst schon, was ich meine, nicht, dass ich das irgendwie überschneide. Dass unsere Sprache sich mit, ja, genau, dem Ton, mit dem Spielton, ja, schneidet. Hallo, komm ich jetzt dann nicht ran? Jung. Hallo. Zerbrennt mir, Jung. Ja, eben. Hallo. Ah ja, jetzt. Gut. Jetzt habe ich erstmal gesnackt. Gesnackt. So, jetzt brauche ich auf jeden Fall Baumstämme weiter. Das werden halt jetzt Holzfäller folgen. Lurch. Stirb. Das werden jetzt ein paar Holzfäller folgen, weil ich eben erstmal diese Mauer da fertig bauen will. Nicht, dass mich irgendwie die Eingeborenen anal penetrieren. Was ist eigentlich penetrieren? Jetzt hau ich Fremdwörter raus und weiß nicht mal genau, was es ist. Ich bin ja auch eine intelligente Sau. Ja, penetrieren kann man verschieden definieren, aber gut. Das sieht man in der Realschule, lernt man nichts Gescheites. Man lernt lauter Zeug, aber lernt nicht, was penetrieren bedeutet. Deutsch gelernt bei Yoda, du hast. Wo sind eigentlich meine Baumstämme hingerollt? Schau mal, ganz da hinten liegen sie, ganz da hinten. Wollen die mich verarschen? Weißt du, die rollen einfach mal wieder dezent. Ja, they see me rolling, they hating. Ja, die rollen mal wieder ans andere Ende der Map. Wo ist denn der andere? Das müsste eigentlich noch. Ein Bambi, da war ein Bambi. Ein Bambi. Da noch ein Bambi. Bambi. Zwei Idioten, ein Gedanke. Ja, Mann. Meine Baumstämme. Ah, was ist denn mit dem Bambi? Noch ein Bambi. Bambi. Oh, schau mal, wie es weggaloppiert. Höher, Bambi, jetzt höher. Na, jetzt jetzt rennen, ich jag das jetzt dezent in den Felsen. Los, in den Felsen mit dir, in den Felsen mit dir, in den... Oh! Geister, Bambi. Glitscht sich einfach mal so durch den Felsen durch. Das war gerade geil. Ja gut, ich würde auch mich freuen, wenn ich einfach mal durch die Wand nach Hause gehen könnte. Ne? Tobi nach Hause telefonieren. Da hinten sieht man das eingeborene Dorf. Da hinten. Läuft bei denen. Ey, da hinten jumpen die, glaube ich, rum. Nö. Ich hab grad was laufen sehen. Der Tobi sieht schon wieder Menschen, die irgendwie nicht vorhanden sind. Wenn man das Menschen nennen kann, weil ich meine, so wie die laufen mit ihrem Gorilla Walk. Gorilla Walk? Ja, das ist der Gorilla Walk. Ach, da! Schau mal, der eine rollt da unter, der andere rollt da rüber. Da liegt Baumstamm. Aber jetzt fäll jetzt erstmal Bäume und die. Alter. Warum schlägst du. In die Luft. Hallo, du sollst den Baum einfach fällen. Sag mal. Der hat keinen Bock mehr, Bäume zu fällen. Ja, den will er komischerweise fällen. Ja, der ist halt ziemlich, Der riecht gut nach Harz. Ja, genau. Also der nimmt auch nicht jeden Baum, ja. Es muss immer qualitätsmäßig der Beste sein, natürlich. Ja, es muss das beste Holz sein und... Ja. Ja. Wir haben jetzt vor allem überhaupt keinen Timer, ne? Ich habe jetzt keine Ahnung, wie lange wir aufnehmen. Stimmt, das haben wir vergessen, ne? Ja, wir machen einfach mal so, wir gehen einfach nach Gefühl. Ich habe gerade einen Vogel erschlagen. Da ist mir gerade ein Vogel, glaube ich, in die Axt geflogen. Aber er liegt nicht rum. Egal. Ich glaube, ich habe gerade voll einen Vogel erschlagen. Nee, auf jeden Fall. Dass du immer den Vögeln die Flügel abhacken musst, ey. Ja, ich weiß nur. Ich habe eine Abneigung gegen Vögel. Vögel haben auch Gefühle. Gefühle? Ja, Gefühle. Vogels haben Gefühle. Ja. Hey, so spricht doch der aus Madagaskar immer, ne? Sagt der nicht auch immer Gefühle oder so? Ja, oder? Genau, dieser eine, keine Ahnung, wie der Typ heißt. Das ist doch dieser König da, glaube ich. Ja, genau. Und schau mal, überall rollen meine Baumstämme Richtung Wasser. Dieser saufen sich jetzt selber. Wo wir gerade wieder bei dem Madagaskar waren, ne? Teenage Mutant Ninja Pinguine. Ja, ne? Hallo? So. So, jetzt habe ich erstmal Bäumchen gefällt. Bäumchen. Jetzt muss ich erstmal rennen. Lauf! Lampe, lauf! Nein. Lauf, Forest, lauf! Wie habe ich in der letzten Folge gesagt, keine Fluchungen. Fluchungen? Keine Fluchungen. Keine vulgären Ausdrücke in meinen Videos. Water? Ja, der Tobi ist immer noch am Überlegen, ob er jetzt mal irgendwann seine N64-Spiele über seinen Emulator aufnehmen soll. Jupp.
Und uns würde auf jeden Fall immer noch interessieren, was ihr davon haltet. Ob ihr N64-Spiele sehen wollt, schreibt es auch in die Kommis. Oder schreibt einfach dem Tobi auf Ask. Ja. Die Links sind wie immer in der Beschreibung. Unten drunter. Genau, unten drunter. Ich weiß nicht, warum du gerade mit den Fingern nach unten... Du hast auch gerade mit der Hand gefuchtelt. Ja gut, das ist eine Angewohnheit. Das ist, weiß ich nicht. Da habe ich noch nicht mal so richtig Vlogs gemacht und ist trotzdem schon voll die Angewohnheit. Besser gesagt, ich habe mal einen Vlog gemacht. Ja genau, das wollte ich eh schon mal fragen. Ich habe mal einen Vlog gemacht. Einfach mal so spaßeshalber, weil ich einfach mal schauen wollte, ob ich intelligent genug dafür bin, einfach mal einen Vlog rauszuhauen. Wie ich mit meiner Mom wandern war, sage ich jetzt mal. Und den habe ich einfach mit dem Handy aufgenommen, weil ich halt noch keine richtige Kamera habe. Und das war mir ehrlich gesagt aber wurscht, weil ich einfach mal schauen wollte, ob ich das einfach so fertig bringe und so. Und da würde mich mal interessieren, ob ihr einfach den mal sehen wollt, dann würde ich den auch mal in YouTube reinhauen. Also ich habe ihn ja gesehen und ich fand ihn eigentlich relativ nice, also mir hat er gefallen. Ja, sagen wir es mal so, er ist halt hochkant aufgenommen, das war so mein biggest Fail an diesem Tag. Ich habe das Handy einfach nicht quer gehalten, ich habe einfach hochkant aufgenommen, da ist natürlich keine Ahnung, irgendwie will mein Schneidprogramm will irgendwie das nicht jetzt querziehen, ich weiß auch nicht, und da ist es halt hochkant und das halt jetzt links und rechts ist dann so schwarzer Rand und das ist halt irgendwie dezenter Fail. Und dann war ich am überlegen, ob ich den jetzt einfach mal in YouTube reinklatsche, aber wenn ihr ihn sehen wollt, dann schreibt es einfach auch in die Kommis oder schreibt es mir auf Twitter oder sonst irgendwas und dann... Oder mir auf Ask, auf Instagram, was auch immer. Auf Instagram, ja doch, es gibt ja so Insta-Chat, ne? Ja, gibt's auch. Genau. Aber ich habe gehört, das soll voll der Schmarrn sein. Insta-Message. Ich habe gehört, das soll voll der Schmarrn sein. Und das soll voll verbuggt sein. Oder auch diese neue, dieser neue Chat-Hype, you know. Da gibt es ja auch irgendwie, hat RTL-N-Niveau, ne, wisst ihr Bescheid, hat letztens einen Beitrag darüber gemacht und so, dass es ja voll gefährlich ist und so, weil sich da so viele alte Kerle ausziehen und was weiß ich, und wenn 12-jährige Kinder da so lustig sein wollen und da drauf rumschreiben mit fremden Leuten, dass sie dann Penissen begegnen und so weiter. Ja, keine Ahnung, was mit den Leuten heutzutage abgeht. Digga, schau mal, siehst du hier noch irgendwo Baumstämme? Oder war das der letzte? Also ich glaube, das war der letzte. Keine Ahnung. Doch, da liegt noch einer. Ich habe irgendwie das Gefühl, dich hört man in der Aufnahme besser als mich, weil du irgendwie dezent die ganze Zeit in mein Mikro brüllst. Und ich brüll gar nicht! Hör mal auf zu schreien! Gut, an alle Zuhörer, die jetzt nichts mehr hören, das wird halt jetzt ab sofort eine Stummfolge. Nee. Okay, wir müssen am Anfang, müssen wir die Zeit reinpacken, also so ein Textfeld. Dass wir dann, dass sie mir dann in die Tür schauen und sagen, hey, es hat sogar eine Tür, cool. Dass sie da ihren Ton leiser drehen sollen, weil es wäre die 10 Fail. Ja. So, jetzt muss ich erstmal nochmal was snaggen und ich sehe meine Tastatur nicht mehr. Ich muss dann mal ein Licht anmachen nach der Folge. Sonst sehe ich nämlich nichts mehr. Und jetzt wird erstmal ein Lurchi gesnackt. Und dann, ich glaube, der Tag neigt sich langsam dem Ende. So auch wie hier. Was hast du schon wieder vor? Licht anmachen. Licht anmachen. Dann mach aber vorher die Balkontür zu. Sonst habe ich gleich wieder eine Mückenarmee hier drin und da stehe ich nicht so drauf. Wir hören jetzt die Tür. So, Balkontür sagt tschüss. Na komm, lass dich essen. Da, oh so. Gott, ich sitze auf so einem Gartenstuhl. Gartenstuhl. Ja, ich habe so einen Mainstream-Gartenstuhl in meinem Zimmer. Weil ich habe halt nicht gerade das größte Zimmer und da kann ich mir jetzt da nicht irgendwie so ein ganzes Möbelhaus reinpacken. Und da habe ich halt irgendwie so mal einen Klappgartenstuhl drin, der ist aber irgendwie voll bequem, finde ich jetzt persönlich, keine Ahnung. Boah, ich muss rüpfen. Lass es raus, Digga, lass es raus. So, wir müssen auf jeden Fall noch mehr Bäume fällen, aber ich glaube, der Tag neigt sich langsam dem Ende. Es wird dunkel. Come to the dark side, we have cookies. In der Dark Side bleibe. Oh mein Gott. Tobi fängt das Singen an. Wie harmonisch. Heißt das harmonisch? Ja. Harmonisch. Harmonisch. Warte mal, ich kann schon mal irgendwelche... Hashtag harmonisch. Muss ich mir erstmal bequem hinsetzen. So. Weil mein Arsch ist gerade eingeschlafen. Was kann ich denn jetzt hier noch irgendwie reinbauen? Ein Fuß. Bett? Es gibt jetzt ein Bett. Ein Bett? Ernsthaft? Lol. Baue ich jetzt da einfach mal so, warte mal, das drehe ich da mal so, drehen, you spin my head right round, you spin my bed right round, you spin my bed was, right round. Was zur Hölle, was habe ich da? Ist es ein... Ich habe ein Walkie-Talkie an, warum?
Mit wem will der? Warte mal, warte mal. Ich bin gerade. Ey, cool. Was brauche ich da? Seil? Cool, ich habe sogar Seile. Ich brauche da jetzt noch 12 Stiggies. Stiggies! Sticks! 12 Stiggies. Hey, die hat immer noch so voll Mainstream seine blutverschmierte Axt. Ja, warte mal, ich gehe jetzt mal waschen. Hui! So. Tauchen. So. Boah, man merkt, es wird dunkel im Spiel. Ist sie sauber? Ah, sie ist sauber. Sehr schön. Ich frage mich vor allem, warum. Ach ja, doch, ich habe ja Luigis getötet, genau. Da war die blutverschmiert. Und ich muss mal was trinken. Ich brauche so ein Wasserauffangbecken. Muss ich auch noch unbedingt bauen. Jetzt brauche ich erstmal. Ich sammle jetzt erstmal Steine. Steine. Ne, den Stein brauche ich nicht. Den Stein brauche ich. Und nein, das ist auch so ein blöder Stein. Und den Stein brauche ich. Aber ich brauche Sticks. Sticks brauche ich. Sticks. Sticks. Warte mal, da ist ein Stick. Und da ist ein Stick. Und wieder ein Stein. Da ist ein Stick. Und da ist ein Stick. Und da ist ein Stick. Ich brauche noch. Was zur Hölle? Warum zählt es nicht weiter? 7 Sticks. Das zählt aber irgendwie nicht. Ach ja, doch, jetzt zählt. Ach so, 6 von 12. Ach so, ja, gut. Ich verstehe. 6 Sticks. Jetzt verstehe ich. 6 Sticks. Ja, ich brauche noch 6 Sticks. Ich brauche einen 6 Stick. da ist noch ein Stick. Ich weiß gar nicht, ob man 12. Ich glaube, man kann gar nicht 12 Sticks tragen. Ich glaube, man kann nur 9 tragen oder so. Weiß ich gar nicht. 10. Ja, 10 Stück kann man tragen. Geht doch. Jetzt muss ich wegen 2 Sticks da nochmal in einen Wald rennen. Wegen 2 blöden Sticks. What the fuck? Ja, das sieht immer aus, als wäre da irgendwie so eine komplette Blitzwand, ne? Ja, oder so ein UFO landet jetzt da. Da will uns irgendjemand wieder hochbeamen. Warte, was sieht man da? Das kann man da durchgucken? Lol. Unser Zelt wird beleuchtet, aber da kann man auf jeden Fall nicht durchgehen. Das ist schon mal sehr praktisch. Nicht, dass die Eingeborenen da irgendwie sich durchglitschen. So, hier brauche ich noch 2 Sticks. 2 Sticks. Und einen Schildkrötenpanzer, weil ich muss dann unbedingt ein Auffangbecken bauen. Und jetzt, wo es dunkel wird, habe ich langsam die Angst, dass die Eingeborenen immer näher kommen. Oder sich jetzt wieder aus ihren Höhlen raustrauen oder aus ihren Häusern. Vor allem Häuser, ne? Voll die Villen, was die bauen, ne? So Bambuspalmdinger, was weiß ich. Da ist noch ein Stick. Die haben Werte von 1,5 Millionen, Mann. Normal. Ich werde Immobilienmakler in Forest, ey. Ich verkaufe den Eingeborenen jetzt immer Häuser. Und das Material wenn dazu. Wenn ich irgendwann mal weiterziehe. Alter! Schau mal, wie finster das ist. Jetzt, ich sehe gar nichts. Mach mal Feuer an, so. Wenn ich jetzt, wenn ich irgendwann mal weiterziehe, dann verkaufe ich meinen Vor- und Eingeborene. Weil es gibt ja sogar, jetzt lacht es gerade, es gibt ja sogar Geld in dem Spiel. So. Ah, hier kann man echt speichern und schlafen. Das ist cool. Dann speichere ich jetzt mal aus Sicherheit irgendwie erstmal. So. Und jetzt Feuer mal aus. Und jetzt wird erstmal gesleept. Und ich weiß jetzt nicht, ist jetzt Sonnenaufgang? Geht die Sonne auf oder geht sie runter? Das weiß man in diesem Spiel irgendwie nie so richtig. Aber ich denke, die geht auf. Ich glaube, sie geht auf. So. Ich habe halt echt kein Zeitgefühl. You are dying at. Achso, oh, ich verdurste. Ach du Scheiße. Scheiße, man kann ja sterben. Jetzt, wenn man verdurst. Nein! Ich darf nicht sterben. Ich muss jetzt ganz schnell zu meiner Hütte rennen, da habe ich nämlich einen Trinkbehälter. Gleich tut's wieder. Bäm. Warte. Ich bin gerade voll am Verdursten, ne? Au! Ich bin voll am Verdursteln. Lauf. Ich darf nicht verdursteln. Jetzt muss ich erstmal die Energie wieder aufladen. Und weiterrennen. Wie weit bin ich? Au! Au! Da denkt man irgendwie, der hat so epileptische Anfälle oder so. Da, schau, wenn ich normal laufe, dann passiert nichts. Und kaum renne ich weiter. Au! Da rastet der mal dezent aus. So. Schlürf. Okay. Jetzt habe ich geschlürft. Schlürf? Das wäre geil, wenn man die irgendwie so abbauen kann, weißt du, und so tragen kann und dann woanders wieder aufbauen könnte. Das wäre cool. Ja, wieder unsere Geräusche, ne? Normal würde Wasser so plätschern, so. Paddy macht Batz. Batz. Ja, wie in der einen Forest-Folge, Batz. Ja, oder jetzt auch. Trinken hört sich ja eigentlich. Ja, jetzt simulier mal. Jetzt bin ich mal gespannt. Wie simulierst du trinken? Das hört man nicht. Scheiße. So. Und Paddy sagt einfach: Schlürf. Ja, Mann, ich hab's geschlürft, Mann. Bambi! Ich geh jetzt auf Bambi, ja. 2 Bambis. Und Luigi. Nein, das war kein Luigi, das ist ein... Hase. Nein, das ist kein... Das ist ein... Wie nennt man die Dinger?
Alter, scheiß Bambi. Ja. Batz! Sag mal! Oh, Alter, was ist Überlebenskünste. Chuck Norris Bambi. Das ist echt so. Das ist jetzt Chuck Bambi. Bambi Norris. Bambi Norris, Alter. Ich glaube, dieser Bambi soll da einen Bambi für seine Überlebenskünste erhalten. Ohne Schmarrn. Bambi hält Bambi. Nee, ich brauche jetzt wieder Schildkröten, aber ich glaube, hier gibt es keine Schildkröten. Ich glaube, da muss ich wieder vorne an den Strand. Ich glaube kaum, dass ich hier irgendwo Schildkrödis finde. Schildkrödis, Ninja Turtles. Ninja Turtles, Jung. Turtle Power. Ich glaube, die Folge, die ist jetzt schon... Ja, ich und der Patty, wir warten ja schon die ganze Zeit, dass es ein Update mal gibt, wenn es dann Ninja-Pinguine bei Forest gibt. Ja, Pinguine, die dann am Strand rumlaufen. Ja gut. Ja gut, ja gut, ja gut. Dann begebe ich mich jetzt trotzdem mal in meine Hütte, speichere nochmal und dann würde ich trotzdem mal sagen, das war's von der Folge. Oder? Was sagst du? Ja, ich glaube, das reicht. Wir nehmen ja eh jetzt noch... Irgendwas auf. Ein, zwei Folgen auf von irgendwas. Aber ich weiß nicht, Leute, ob die morgen schon kommt oder besser gesagt, ob die heute Nacht schon kommt, weil ich muss morgen früh auch wieder raus und schneiden werde ich sie dann erst morgen Abend beziehungsweise morgen Nachmittag, wenn ich halt heimkomme. Und da weiß ich jetzt noch nicht sicher, wann die kommt, aber gut, jetzt speichere ich. Und ja gut, dann würde ich mal sagen, das war's von dieser Folge. Lasst wie immer die Daumen fliegen. Und den Abonnier-Button bluten. Genau, schaut auch bei mir auf Twitter, Instagram. Oh Gott, ein Fliege! Boah, da ist gerade voll die Bombenfliege in meinem Zimmer rumgerusht. Auf jeden Fall schaut auch bei mir auf Twitter, in Instagram und sonst überall vorbei. Und beim Tobi in Instagram. Und AskFM. Und auf Ask. Die Links stehen alle in der Beschreibung. Fuchtelst du schon wieder rum? Ja, ich bin voll der Fuchtler, ey. Garados setzt Fuchtler ein. An alle Pokémon-Fans. Ja gut, und ja, das war's eigentlich. Das war's eigentlich. Haut rein und... Wir sehen uns beim nächsten Mal. Servus!